Herzlich willkommen bei Venture TV. Heute mein Gast Chris Möller. Chris, du hast Erento aufgebaut. Der ein oder andere kennt das garantiert da draußen. Für die, die es nicht kennen, sag mal kurz, was das war. Bei Erento kann man alles online mieten, was Gegenstände sind, vom Fahrzeug über Technik, Ausstattung, was Private und Unternehmen nutzen, um kurzfristig das anzumieten. Alles klar. Und mittlerweile hast du einen Exit hingelegt, 2011 einen guten Exit und machst jetzt weiter, bist der Internetwelt treu geblieben. Dein Unternehmen jetzt heißt Möller Ventures. Da startest du diverse eigene Projekte, unterstützt aber auch manche Projekte nur mit Geld. Erzähl doch mal ein bisschen von deinen Anfängen. Wie kam es dazu, überhaupt Erento zu starten? Und wie kam es dazu, dass du überhaupt in der Internetwelt gelandet bist? Ja, ich hatte ursprünglich eine Agentur, eine Internetagentur, wo wir für Unternehmen Webseiten erstellt haben. Hatten dann rund 500 Projekte realisiert für Kunden. Und irgendwie hatte ich keine Lust mehr, die Kunden erfolgreich zu machen. Wir konnten nur noch wachsen, indem wir, sagen wir mal, mehr Mitarbeiter waren oder mehr pro Stunde in Rechnung stellen konnten. Und wollte wirklich was aufbauen, was ein eigenes Produkt ist. Und hatte dann die Idee zu Erento, weil ich selber was mieten musste. Das war damals eine Bierbank. Und für eine kleine Party hat man das gebraucht. Und hat gesagt, es gibt keinen Marktplatz, wo ich Gegenstände mieten kann. Verrückt eigentlich. Revolutionär ist die Idee ja nicht, ne? Aber es hatte sie noch keiner so wirklich vorher und da bist du rangegangen. Ja, das war 2003, waren damals die Ersten, war natürlich in einer ganz schlechten Zeit, auch kein VC-Geld bekommen. In der Zeit haben sie dann selber aufgebaut, aus eigenen Schritten. Das ging, weil ihr eine Agentur hattet, da war das jetzt irgendwie nicht so teuer, weil es nicht outsourcen musste, sondern ihr konntet es mit eigenen Leuten quasi machen. Ja, wir haben das mit einem Programmierer angefangen und sind dann Schritt für Schritt gewachsen. Was eigentlich für die Entwicklung ganz gut war, dass man wirklich mit eigenem Geld Jahr für Jahr wächst und nicht einen größeren Geldgeber im Hintergrund hatte. Ja. Ja, du hast schön an deinen Fehlern lernen können und konntest nicht endlos Geld verprassen, sondern musst ein bisschen sparsam haushalten. Und es hat dann immerhin bis 2011 gedauert, bis zum Exit, aber dann ist er gekommen. Ja, erzähl mal, was macht das Unternehmen, was du heute hast, Möller Ventures, wen unterstützt du da, was sind die Projekte, die du dir rausgepickt hast? Erzähl mal. Wir starten eigene Ideen, die wir haben, beispielsweise schadenladen.de. Macht man ein Foto von vom Lackschaden, vom Kratzer, vom Auto, lädt das hoch und kriegt Angebote von Werkstätten. Oder es kommen auch Teams auf uns zu und die unterstützen wir finanziell und auch mit Online-Marketing-Know-how. Um denen zu helfen, das Unternehmen aufzubauen und die zu unterstützen. Beispielsweise Sunacare ist so ein Fall, wo wir polnische Altenpfleger in deutsche Haushalte vermitteln, was auch ein ganz aktuelles Thema ist mit der momentanen Entwicklung. Ja, tatsächlich. Und das ist das, wo wir finanziell, aber auch natürlich mit Know-how die Unternehmen unterstützen und weiter nach vorne bringen. Sehr schön. Was gibt es noch für Projekte bei euch? Ja, es gibt noch ein paar Sachen, an denen wir momentan arbeiten. Okay. Die sind noch geheim, aber da wird sicher bald das eine oder andere geben, was live gehen wird. Gut. Ja, hört sich spannend an. Bin mal gespannt, was ihr so alles ausbrütet und danke dir ganz herzlich fürs Interview. Ja, danke auch.